Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kampf der Königin Heiliger Burgfrieden, ist es, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja, wir sind ja im Bonus Story Modus Spiel Dingens und wir haben einen Handschuh und den Einsatz und die Schrankschlüssel haben wir. Genau. Und Siegel des Druiden. Okay, gut. Wir müssen die hier noch klein kriegen irgendwie. Ja, dazu müssen wir was mixen. Und genau. Das ist in dem Schrank. Zurück kommen wir nicht, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier, genau, glaube ich, durch. Ja, ne? Die Schrankschlüssel, die passen hier hin, ne? Dann machen wir das doch gleich. Dum. Suchen und verwenden. Also eine Zange. Die ist da hinter der Mühle. Und was ist. Das kann ich nehmen, okay. Das ist gesucht. Okay, was ist das eigentlich? Das könnte das. So, nee, für Honig oder sowas. Ist das die Kugel da? Ja. Ich muss es irgendwie aufheizen. Etwas Scharfes wäre gut. Ist das vielleicht? Ah. Das kannst du jetzt da hinten einsetzen wahrscheinlich. Da, ne? Ja. Ein Schlüssel, den brauche ich fürs Büchlein. Ah, guck mal da. Feuer machen. Da fehlt jetzt die Kurbel. Das sieht auch nach einer Kurbel aus. Daneben dran ist auch der Löffel. So. Noch was? Also nee, erstmal das da rausnehmen. Ich glaube, das ist Die Anweisung besagt, dass das rote Pulver das nächste ist. Okay. So, dann das grüne waschen. Das kommt zwar auch nicht. Oder vielleicht umher? Jetzt eine tote Blume. Ja. Ah. Das fügt den Blumen Schaden zu. Das heißt, jetzt haben wir eine tote. Okay. Und jetzt brauchst du die ja, jetzt mit der Schöpfkelle kannst du jetzt. Okay, ich dachte, ich sammle das erst ein und dann. Okay. Ja, gut. So, nimm das. Aber die Stacheln sind doch immer noch da, oder? Ja, aber jetzt geht die wahrscheinlich ein. Ah, vielleicht kannst du jetzt aber mit dem Handschuh. Entferne ja, die Liane. Oh. Okay. Ja, ist. Ah, ne, wir sind fertig. Also. Ich dachte, ich hätte jetzt auch einen Tipp gedrückt oder so. Ja, irgendwie. Was? Er ist nicht verletzt, nur eingeschlafen. Ich störe ihn lieber nicht. Herzstein. Können wir da geradeaus weitergehen? Geheime Kammer? Ja. Ah, die braucht den Herzstein. Where's Morven? Morven. Ach ja, genau. Der liebe Morven. Ah, hier brauchen wir die Einsätze. Aber, Entschuldigung, ich. Der Stab passt wie das Schwert. Achso. Wo ist Morven? Morven. She lured us with the promise of help. Then she kissed Morven and froze me.
Here. I took it from the lady's neck before she trapped me. Lady of the Lake intends to hurt the druid. You must save him, or there won't be peace at all. I'll stay here to help Morwen. Na gut. Dann helf mal, Morwen. Dieser Name ist einfach genial. Morwen. Achso, da gehst du nur zurück. Achso, deswegen hat sie sterben. Even I, the Lady of the Lake, was once in love. I opened my heart to the druid and showed him the ways of magic. In return, he made a promise to stay with me forever. Okay. Sie ist schon fertig. Ja. Alas, the druid's heart wasn't only mine. He loved the world and peace more than he loved me. He broke his promise and tried to leave. When I opposed him, he used my true name to lock me inside the lake. Tja, das heißt, wir müssen ihren wahren Namen rausfinden, wahrscheinlich. I could escape only if two lovers willingly agreed to take my place. I will escape. I'll track him down and take him back with me, or all of his magic won't protect him from my rage. Tja. That's the druid's chamber! If I can't have your love, I will have your magic! The druid once controlled the lady by using her true name. I must find it before she drains his magic completely. Tja. Und jetzt holen wir uns erstmal um, ne? Erstmal rumgucken und alles mitnehmen, was einem gefällt. Na, passt aber kein Ring drauf. Das hätte ja sein können. Ah! Ah, für die Kiste ist bestimmt der Ring. Tinten. Tintenfass, der entschlüsselte Silben, okay. Der, ja, du hast erst eine von drei und das Tintenfass fehlt noch und ja. Ja, mit der Hand kannst du jetzt den Schrank aufmachen, oder? Nee. Ja, wibbel. Dieses Ding, weißt du, wenn du das einfach so mitten in den Raum wirfst, weiß ich nicht, was du damit meinst. Muss ich halt näher ran. Nein. War so ein Zeigestab. Ne? Ja, genau. Ein Laserpointer. Ich meine das hier. Ah, jetzt alles? Das da fehlt noch. Da unten bei dem Buch. Ah, das ist jetzt für die der Balkon.
Ich hoffe, die fühlen sich nicht so gestört von uns hier, ne? Nö, ich glaube nicht. Sie ist jetzt sowieso erstmal beschäftigt. Komm, mit dem Messer. Mehr war hier jetzt nicht. Sieht so aus. In der Pause. Ah, okay. Hatten wir schon. Die ich hier drücken muss, okay. Aha! Und dann brauchen wir aber noch die Silben, ne? War draußen auf dem Balkon, da auf dem Boden. Der, dieses Ding, genau. Ah, da. Oh nein. Oh nö. Oh, ich mag das nicht. Das ist doch bescheuert. Du musst von außen nach innen gehen. Du musst immer eins überspringen, sozusagen. Ja, dreh mal das Äußerste dahin, wo du es haben willst. So. So, und jetzt überspringst du eins. Das genau. Da. Das hier. Das dahin, genau. Ja. Und dann das hier, ne? Ne, du eins, kannst du eins außen dran, damit du das nächste von außen. Das nimmst du jetzt. Das hier. Ja. So. Und jetzt müsste es. Genau. Jetzt hat's. So, jetzt haben wir die drei Silben. Ich finde alle Paare identischer Symbole, um sie zu entfernen. Ah, okay. Das. Und das da. Zahn oder mit Wurzel? Dieses komische Kreuzsymbol. Ah, sieh. Ja. Das da auch. Eieiei. Ich hab halt alles nach oben genommen. Yeah, der wahre Name. Nimue, let him go. Okay. Nimue, bring the princess back and then be gone. Great work, Apprentice Altor. I was nearly destroyed. The princess is safe. I'll take care of Morvin later. Keep the druid seal. You'll truly be a great peacekeeper. Now, call the representatives of the five realms. We have a sacred truce to establish.
Da, 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 da. Fertig. Ja, ja, und noch eine Runde. Jui. Geht's auch rückwärts? Ja, natürlich. Nee, nein. Achso, ich dachte, es würde von unten wieder anfangen. Ah, ja. Das war's dann halt schon. Das war's dann schon. Dann machen wir hier schon Feierabend. Wie viel haben wir denn jetzt schon geschafft? Wie viele Minuten? Ah, ja. Ist ja nicht so tragisch. Ja, dann ist ein kurzer Part, aber das macht ja nichts. Und das nächste Mal geht's mit dem nächsten Teil voran. Und zwar heißt das irgendwie die Symphonie des Todes. Nenne ich das jetzt? Symphonie des Todes. Genau. Gruselig. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.